Es macht keinen Sinn, alles gedrehte Material in die Timeline zu legen. Hier in dem Fall hätte ich 7 Minuten 30 an Material für eine Sequenz, die wahrscheinlich keine 30 Sekunden lang ist. Das heißt, ich müsste über 7 Minuten rausschmeißen. Das ist nicht der richtige Weg. Viel effizienter ist es, im Rohmaterial zu schauen, was will ich vielleicht für den Schnitt verwenden und die Stellen zu markieren. Das funktioniert, indem ich einen Endpunkt setze für den Anfang, geht mit I auf der Tastatur, und für das Ende der Auswahl drücke ich ein O für Out-Punkt. Und jetzt habe ich wirklich nur diesen markierten Ausschnitt hier unten in der Timeline. Gehe ich wieder ans Ende, denn direkt daran soll der Umschnitt, nein, nicht dieses Bild, sondern eins so über die Schulter. Suche ich mir die Stelle. Hier markiere ich wieder mit einem I für Inpunkt und setze den Outpunkt an der Stelle, wo mein Bild aufhören soll. Und jetzt lege ich es genau dahinter. Und so habe ich hier schon einen groben Schnitt gesetzt. In- und Outpunkte können hier auch noch sehr grob gesetzt werden, denn der eigentliche Schnitt passiert dann unten in der Timeline. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, eine Auswahl an potenziellen Bildern zu treffen. Das Ganze heißt 3-Punkte-Schnitt, weil man 3 Punkte setzt. Punkt 1 Inpunkt, Punkt 2 Outpunkt und Punkt 3 ist die Stelle auf der Timeline, wo die Auswahl hin soll. In dem Fall setze ich jetzt etwas zwischen die ersten beiden Clips und habe jetzt hier was eingefügt, nämlich einmal den Umschnitt auf das Gesicht, bevor es über die Schulter geht. Und das ist der erste Schritt, wenn man alles an Material im Schnittprogramm hat. Von vorne nach hinten durchschauen, gleich In- und Out-Punkte setzen, in die Timeline legen. Wenn man das gemacht hat, von vorne bis nach hinten, hat man schon seinen ersten groben Rohschnitt. Übrigens, In- und Out-Punkte muss man nicht löschen, einfach einen neuen setzen, dann verschwindet der alte.